Hallo und ein herzliches Willkommen zur Feuerstelle zurück. Wir wollen heute Lülakibat machen. Das ist ungefähr wie Çivakçişi zu vergleichen. Kommt aus dem osteuropäischen Raum und genauer gesagt Armenien. Beziehungsweise es gibt sogar auch verschiedene Variationen, auch in Afghanistan und. Ja? Wir machen das heute auf diese Art und Weise. Ich habe hier dazu Gehacktes. Und zwar einmal halb Rind, halb Schwein. Das sind ungefähr 600 Gramm. Dann geht's weiter. Hier sind 2 Teelöffel Oregano. Dann hier 1,5 Teelöffel Salz. Dann habe ich hier ungefähr 1 Teelöffel Kumin, habe ich geschrotet. Dann habe ich hier, ist ein Spießgewürz bzw. Kebabgewürz. Ja, da ist alles Mögliche mit drin, ein bisschen Paprika, ein bisschen Salz und. Deswegen habe ich hier auch weniger Salz. Hier habe ich nochmal Paprika edelsüß. Und ein bisschen von dem Chili. Dann habe ich hier einmal jeweils eine Handvoll Petersilie und Dill ganz fein gehackt. Dann habe ich hier 2,5 Teelöffel Pfeffer gemahlen. Hier habe ich 2-mal Knoblauch. Das werden wir gleich pressen. Und hier ganz fein gehackt Zwiebeln. Ja, das ist eine kleine, wie man sieht, schön fein. Gut, geht's auch schon los. Fangen wir gleich an mit den Zwiebeln. Wir werden hier einmal das Hack verfeinern jetzt und das Ganze werden wir schön marinieren. Alles mit rein. Wir wollen das gleich, beziehungsweise nach dem Marinieren, wollen wir das auf Spieße setzen und über einen Mangal grillen. Deswegen müssen wir auch gleich zusehen, dass wir das ganze Hack schön weich kriegen, beziehungsweise die ganze Luft daraus kriegen. Ja, das muss richtig klebrige Masse entstehen, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen, weil sonst hält das nicht an den Spießen. Jetzt rühren wir es einmal kräftig durch. Keine Sorge, meine Hände sind gewaschen. Einige tun da sogar noch ein Ei mit rein. Im Originalrezept gehört aber überhaupt kein Ei rein. Ihr könnt, so wie ihr wollt, Gewürze nutzen, nach eurem Geschmack. Aber das sind so die Bestandteile, die ich hier drin habe, die da auch reingehören. So, dann nehmt ihr euch ein kleines Stück und dann richtig schön reinschlagen. Ja, auch wenn hier ein bisschen was durch die Gegend fliegt, das macht nichts. So kriegen wir da schön die Luft raus. Ihr könnt natürlich auch das Ganze, wenn ihr keine Spieße habt oder einfach nur aufs Rost legen, das geht auch. Ihr seht schon, es fängt an zu kleben. Das ist das, was wir haben wollen. Ja? Sieht man ja. Diese Masse ist jetzt entstanden. Jetzt werden wir das gleich schön für mindestens 2 Stunden kalt stellen. Das solltet ihr auch machen. Und einmal ein bisschen Deckel drauf oder Folie drauf und dann ist gut. Ja? So sollte es aussehen. Es klebt. Alles klar. Wir stellen es kalt. Wir sehen uns gleich wieder.
Ich habe hier ein bisschen Beilage schon mal vorbereitet, und zwar schon mal 5 Kartoffeln eingewickelt. Die schmeiße ich gleich in die Kohle mit rein. Und hier ganz normale Kartoffel, die kommt jetzt in Alufolie. So, ihr Lieben, fangen wir an mit der nächsten Beilage. Und zwar habe ich hier schon Champignons vorbereitet. Ich habe einmal den Stiel ausgenommen und einmal oben die Haut so ein bisschen abgezogen. Ja, was möchte ich machen? Ich möchte hier einfach nur das Fleisch so ein bisschen reindrücken. Und dann werden die auch noch aufgespießt und kommen da auch noch mit rüber. Und zwar einmal mittig durch. Lass einen schönen Abstand, wie man sieht. Gut, kommen wir zu der Marinade. Ich habe hier ein bisschen vorbereitet. Es ist ein bisschen Öl mit Rub, ganz normal, so wie ihr den mögt. Ja. Damit werde ich das Ganze bestreichen. So sieht das jetzt aus. Gut, ich habe hier einmal kaltes Wasser vorbereitet, damit ich mir gleich die Hände, weil es wird ein bisschen matschig, damit ich mir die Hände so ein bisschen abspülen kann. Die befeuchte ich jetzt auch ein bisschen. Und nun fangen wir an, den Spieß fertig zu machen. Nehmen uns erstmal so eine kleine Kugel an Fleisch. Ihr seht ja schon, es bleibt jetzt nichts mehr an den Händen kleben. Das ist nämlich immer ganz wichtig. Wird einmal aufgespießt und dann wird das hochgedrückt und flach. So sollte das Ganze aussehen. Ganz wichtig ist natürlich auch, die Enden schön fest zu machen. Aber hier fehlt sogar noch was, seht ihr. So, das ist perfekt. Und ihr seht ja, er bleibt kleben. So, den packe ich beiseite. Ihr seht, das Fleisch war sehr fettig, deswegen habe ich hier natürlich auch richtig viel Flamme, aber das macht uns gar nichts aus. Der Kanal heißt nicht umsonst Feuerstelle. Es sind ungefähr 7 Minuten vergangen, 8, sagen wir es besser so. Wir werden jetzt eben das Ganze portionieren. Ihr seht schon, es ist richtig durch, es ist alles gut. Und guckt euch das mal an. Das Fleisch ist durch, der Pilz ist durch, alles super.
Guckt euch das an. Ja, also ich bin jetzt schon begeistert. Ihr habt gesehen, das Fleisch war ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen fettreicher. Dadurch hatten wir natürlich mehr Flamme. Aber das macht gar nichts. Ja? Wie heißt ja Feuerstelle, da können wir schon ein bisschen mit Flamme arbeiten. Ne? Ich probiere jetzt einfach mal und ich würde sagen, bevor ich das probiere, macht das einfach selber nach. Schmeckt einfach super. Macht das nach. Die Gewürze könnt ihr selber machen, wie ihr wollt. Aber so wäre es original. Verfolgt mich nicht. Abonniert meinen Kanal nicht. Macht keinen Sinn. Und teilt mich nicht. Liked mich nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.